Abdelhamid Sabiri kommen. Und wir sehen jetzt gleich für wen. Nämlich für die Nummer 31, Andrei Petrak. Und damit wird es deutlich offensiver beim FCN. Zweikampf verloren von Marc Reiter. Und das ist ja beinahe die Chance für Lukas Höhler. Gefault vom Neumann, der selbst gerade erst von einer langwierigen Verletzung zurück ist. Das auch schon 3 Tore gemacht hat. Und jetzt aber sich erstmal wieder zurückkämpfen muss. Wenn Sie sehen, was Nürnberg so auf der Bank hat. Mattausch mittlerweile wieder eine Option. Er ist ja nur ausgeliehen. Zuletzt lief es nicht so richtig bei ihm, aus diversen Gründen. Dicht beim ersten FC Nürnberg vor der Abwehr. Tiede. Ja, Höhler hatte auf den Körperkontakt mit Möwald spekuliert, aber der ist weggeblieben. Aber kein Foul. Und ja, die Nürnberger ordentlichen Reihe von Strafraumszenen. Das ist Man ist halt immer wieder darauf angewiesen, dass die Gäste viele Fans mitbringen, was ja heute auch geklappt hat. Jakba. Markus Karl. Linzmeier. Vorher platziert gehabt. Hätte man nicht richtig erkennen. Was die Unparteiischen da entschieden hat. Und jetzt kommt Nürnberg und Sally, Möwald, Flanke ist gut und der Ball ist im Tor. Sandhausen versucht zu klären, Ball kommt postwendend zurück. Das ist Sally mit dem Pass in die Tiefe auf Möwald. Flanke ist abgefälscht, Knaller überrascht. Also aus Sandhäuser Sicht jetzt maximal blöd gelaufen. Das ist entspannt für den SVS. Heute Punkt, das würde ihnen sehr, sehr gut tun. Löcher, FCN. Und wenn Sandhausen jetzt riskanter spielen muss in dieser letzten vierten Stunde, sagen wir 20 Minuten, dann werden sich Räume ergeben für Männer wie Sally, für Männer wie Teuchert. Auffällig, der mit der Nummer 36. Der Kammerbauer in die Füße von Pledel. Nürnberg will. Die Nürnberg. Hoppla. Sabiri. Ei. Kann er direkt weiterleiten auf Teuchert. Vertrödelt das. Teuchert. Sabiri. Reklamiert abseits und zwar zu Recht.